Moin moin meine lieben Mitmacher und herzlich willkommen zurück zu Sim Airport, wo wir in der letzten Folge ein bisschen ausgebaut haben. Wir haben Ticketing erweitert, wir haben Security ein bisschen erweitert. Wir haben hier die, den Bereich so von zum Large Gate hier so ein bisschen erweitert. In der Hoffnung, dass jetzt auch genug Leute durchkommen. Aber das sieht schon ziemlich flüssig aus, was da jetzt läuft. Das gefällt mir sehr gut. Auch wenn der Flug weiterhin Delay hat. Aber er wird voll. Und das ist das, was für mich im Moment zählt. So, was haben wir denn noch auf dem Zettel? Was wollte ich denn machen? Genau, ich wollte gerne... Nee, da wollte ich nicht. Das wollte ich machen. Ein Large Hangar bauen. Passt der hier zwischen? Nee, da passt er leider nicht hin. Aber hier passt er hin. So, ein Large Hangar. Oder können wir den da hinstellen? Können wir auch. Da passt er auch hin. Dann machen wir den da hin. Ich glaube, wir brauchen nämlich noch so das ein oder andere Baggage Car mehr. Ich guck mal ganz kurz, wie es bei den Conveyors aussieht, hier bei den Fließbändern. Ja, geht, denke ich mal. So, da läuft das Gepäck fleißig auf. Genau. Okay. So, der Hangar ist fertig. Assign Vehicles. Baggage Car, Baggage Car. Ich mache nochmal einen Fuel Truck dazwischen. Auch wenn ich bis jetzt noch nicht genau weiß, was der für einen Sinn hat, aber wir werden es rausfinden. Sonst muss ich auch nochmal googeln. So, das, was mich auch noch stört, ist dieses Loch hier. Das möchte ich gerne weghaben. Und dann machen wir hier... Erweitern wir das Klo noch ein bisschen. Ah, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Genau, und was ich auch gehört habe von einem anderen Spieler, wenn wir hier Mülltonnen aufstellen, dann ist das Ganze ein bisschen... Soll es hübscher aussehen und man hat ein bisschen mehr Platz, denn ich glaube, in jede... Genau, in jeden Mülleimer passen 10 Säcke rein. Das heißt, also es sieht dann vielleicht nicht ganz so schmuddelig aus. Vielleicht sollten wir den Garbage-Kram auch nach oben verlegen irgendwann. Mal gucken. Oh, das... ja, Restroom. Da... Ups. Da fehlt noch eine Wand. Das ist... Die habe ich natürlich gerade eben... erstaunlicherweise... Nee, wahnsinnigerweise mit abgebaut. So. Wir erweitern das Klo einfach ein bisschen. Zone Restroom. So. Wie sieht's hier aus? Wird er auch voll? Ja, das könnte passen. Warum steht da keiner am Gate? Weil ich zu wenig Stuff habe. Ha, deswegen. Staff. 1, 2, 3, 4. Genau. Gut. Ja, drei an den Tickets da oben noch. Und noch einer am Gate. Noch einer am Gate. So, dann haben wir genug. Dann ist das alles bedient. Dann haben wir da auch keine Verzögerung. Und hier machen wir mal fleißig weiter. Wir machen einmal die... Immer. So, und einmal noch die Toilette. Zack. Mülleimer. Den einmal bitte abbauen. Und hier wieder hinbauen. Dann hätten wir das. Wie sieht's hier aus? Ah, guck mal, 110 schon mal in der Line. Sehr gut. Starts in. So, Boarding hat begonnen. Ah, ich denke mal, das sieht gar nicht so schlecht aus, was wir da jetzt gebaut haben. Da machen wir, erweitern wir jetzt doch die Warteschlange noch ein bisschen. So. Da laufen die ein, da laufen die anderen. So, in der Security gibt es ein bisschen. Da hängt es gerade ein bisschen.
Kommen da noch alle rechtzeitig mit. Ja, das passt gerade noch. 21, jawohl. Da sind auch alle mit. So. Warum setzen die? Achso, weil hier wahrscheinlich nicht genug Platz ist. Dann werden wir nochmal ein bisschen für ausreichende Sitzgelegenheiten sorgen. So, und da auch nochmal. Dann haben wir hier ein bisschen was, bisschen Platz zum Sitzen. Da müssen die sich nicht hier hinten hinsetzen, wenn sie hier auf ihr Flugzeug warten. Macht ja auch irgendwie so gar keinen Sinn. Ja, nun, einigt euch. Gut. Okay. So, und das Loch hier schließen wir auch mal. Geld haben wir genug im Moment. So, zack. Und die Ecken. Die machen wir auch mit weg. Gut. Okay, das war das. Hier unten würde ich gerne noch unten wegbauen. Einmal bis Maximum. Und dann können wir hier die Baggage Area noch ein bisschen erweitern. Auch da sind nicht alle mitgekommen. Nicht alle mitgekommen. Gut, aber vielleicht kommen auch im Moment nicht. Also, ich weiß nicht, ob das Spiel schon soweit ist, dass da alle mitkommen müssen oder dürfen oder können. Weiß ich nicht. So, dann werden wir die Karussells auch hier aufreihen. So. Das machen wir noch weg hier in den Schönheitsfleck. Zack. Dann eine Mauer hin. So. Dann die Baggage Area erweitern. So. Den wollen wir mal abbauen. 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 Und wir bauen die hier wieder auf. Drei. Underground Conveyor. Genau, das müssen wir eh umlegen. So, das kommt weg. Das kommt ganz weg. Der kommt auch weg hier. So, dann können wir die... Zack. Zack, und Utilities Conveyor Line. Zack. Zack. Was ist das hier? Nee. Zack. Zack. Und Zack. Ach was. Das ist interessant. Die werden schon ruhig durchgeschickt, obwohl noch gar keine Bahn verbunden ist. Okay. Gut. Akzeptieren wir jetzt einfach mal so. So. Ah, ja. Zieht euch mal was zu essen. So, das müssen wir aber auch mal abbauen. Und den auch. Den auch. So. Und dann kommt ihr... So, Food Vending kommt dann hier hin. Und den Electronics... Können wir dann in die Construct? Okay, ach so. Na gut. Huch. So, die kriegen jetzt ihre
So, die sind da noch am Bauen, okay. Uiuiuiui. 250, aber es sind alle da. Das ist schon mal schön, das freut mich. So, da sind auch, naja, fast alle da. Kommen auf jeden Fall alle. Sieht zumindest so aus. Die hängen alle in der Security fest. Voll? Ja. Oder auch nicht? Nee. Doch, nee. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wohin die Passagiere alle gehören, Mensch. Ach man, das ist doof. Naja. Hier hauen die sich gegenseitig mit Werkzeug in den Rücken. Das hatte ich ja auch schon angemerkt. Das ist so eine Motivationssache bei denen irgendwie. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. So, und den Kitchen-Kaffee-Kram, den können wir da auch mal irgendwie wegnehmen. Den bauen wir dann auch hier irgendwo mit rein. Würde ich sagen. Jetzt hier noch ein bisschen weiter aus. Ich glaube, einen Flieger müssen wir noch streichen. Den da würde ich wegnehmen. So. Ich glaube dann, was ist hier mit? Dann kann man auch noch ein bisschen schieben. So, und dann nehmen wir den hier dahin. Dann ist da eine Phase, wo keine Leute da sind oder kaum. Dann haben wir nur hier oben auf dem ersten Gate was. Den können wir auch schon ein bisschen rüberziehen hier. Okay, gucken wir mal, ob das jetzt besser wird. So, dann brauchen wir auf jeden Fall... dann auf jeden Fall erstmal wieder Dingsens hier. Security Gates. Oder Security Exits. So, erstmal. Damit die hier alle aufhören zu heulen. Das ist wahrscheinlich auch ein paar... Ja, Scan. WestJet. Okay, die habe ich rausgeschmissen. Die wollen nicht mehr. Oh, 56%. Oh, 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 oh. Und es gibt kaum noch Airline. Nee, doch nicht. Ja, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir das jetzt hier wieder ein bisschen, besser aufziehen. Deswegen ja auch den Flug gecancelt eben. Also beziehungsweise den einen da rausgeschmissen. Die beiden bauen wir nochmal eben ab. Habe ich zwar eben erst aufgebaut, aber macht nichts. So, und Technik, wo ist er da? So. Kommen die Sachen dahin. So, jetzt müssen wir halt mal gucken, dass wir ein bisschen... vernünftiger werden hier. Ich drehe nochmal den ein bisschen wieder zurück. 35. So, dann haben wir zwar nur noch 174.000 Income, aber das ist mir dann lieber, als wenn wir eine, ja keine Airlines mehr haben, die mit uns fliegen wollen. Haben wir zu viel gewollt, das ist halt so. Ja,
haben wir zu viel gewollt. Oder ich zumindest. Ich habe zu viel gewollt am Anfang. Aber ich denke mal, jetzt pendeln wir uns langsam aber sicher ein. Wenn wir wieder auf die 60% kommen, dann passt das doch. So, warum lauft ihr jetzt alle weg hier? Scheduled. Cancelled. WestJet, okay. Die wollen nicht mehr. Smart Air Lux, 7 Uhr. Okay. Und dann zieh doch einfach auf das Gate hier um. Da ist genug Platz. So, West Air. West, achso, das war die, die wir vorhin rausgeschmissen haben. So, mal den. So. Dann haben wir da. Hier hinten ist noch ein bisschen eng, finde ich. So, das ist das Frühste, was der darf. Und der wahrscheinlich auch, ne? Nee. Den können wir noch ein bisschen schieben hier. So, dann machen wir das so. So, dieses Geklingel, das geht einem Tier schon. Naja, tut mir leid. Fail to reserve gate. Wahrscheinlich, weil der hier so lange. Der Starflight 1 so lange stand. Das kann sein. Aber dann müssen die Leute halt mal früher zum Flughafen kommen, würde ich sagen. Müssen wir ja auch, wenn wir in Urlaub wollen. Müssen wir auch rechtzeitig da sein. Und dann können wir nicht uns einfach meckernderweise vom Hof machen. Das funktioniert halt nicht. Ja, ja. So ist das. So, dann gucken wir jetzt mal. Die Beechcraft. So. Gehen wir noch ein bisschen runter. Mit den Gebühren. Vielleicht mögen die uns dann ein bisschen besser. So, Starflight 66. Das ist der erste hier oben. 4 Uhr? Nee. Der hier. So, die beiden sind am Gate. Der Rest ist gedingst. Guck mal, der dürfte. Das sieht so aus, als wenn der rechtzeitig abheben könnte. Auch nicht. Ja, fast. Aber so viel Delay hat er nicht. Okay. So. Das machen wir mal. Das dismanteln wir einfach mal alles hier. Das bauen wir mal alles ab. Und dann reißen wir den Kram da gleich raus. Und bauen die Küche woanders auf. Beziehungsweise das ganze Café dann. So, das alles abbauen hier. Dann bauen wir das nämlich hier wieder auf. Dann erweitern wir das Ganze hier nochmal ein bisschen. So, lassen wir mal eben laufen. So, sehr schön. Das ging fix. Das ist sehr gut. Achso, den können wir da stehen lassen. Und dann ziehen wir hier mal eine Wall rein. Ah ne, halt. Den lassen wir weg.
dafür kommt da noch eine Wand rein. Und da kommt eine Tür rein. Das wird dann nämlich die Küche. Dann gucken wir mal, ob der hier rechtzeitig abgefertigt wird. So, Zonen. Kitchen. Kaffee. Und, achso, warte, das, da gewöhne ich mich, glaube ich, nicht mehr drin. So, das kommt alles weg. Ach, der Refrigerator, den bauen wir auch noch, natürlich. Und dann bauen wir die Küche mal wieder auf. Einen Cooker, einen Cash Desk, den können wir da hinstellen. So. Kitchen Sink, die ist die Spüle, die machen wir dahin. Preparation, der kommt dahin. Pizzaofen kommt daneben. Und den Kühlschrank stellen wir hier in die Ecke. Ach, das hat er nicht genommen. Den Kühlschrank stellen wir hier hin. So. Dann brauchen wir... Also dann können wir auch den Kaffee, die bisschen hübscheren Tische nehmen hier. 1, 2, 3. Und die Stühle drumrum. Nicht hübsch, nicht schön, aber selten. So, Küche ist fertig. Sign to Kitchen. Und dann sollten auch hoffentlich... So. Dismantle. Okay, dann haben wir noch zwei. Einer werkelt in der Küche, der andere kassiert fleißig. Achso, wir haben hier noch zwei Automaten gehabt. Den Coffee Maker. Und den anderen Getränkeautomat hier, Drinking Machine. So, ich weiß nicht, ob das auch in die Küche muss, oder... Hm, keine Ahnung. Wissen wir nicht. Auf jeden Fall schon mal sehr viele da in der Warteschlange. Das ist gut. So, Boarding hat begonnen. Sind aber immer noch sehr viele auf dem Weg dahin. Ja, tut. Aber es wird wieder voll. Und solange uns keine Leute abhauen, weil wir zu langsam sind, beziehungsweise weil die Leute nicht schnell genug abgefertigt werden, ist das, denke ich mal, okay. So, dann können wir das ganze Gebilde hier wieder abreißen. Das brauchen wir dann nicht mehr. Sprich, das alles hier kann weg. Den Automaten bauen wir um, den Geldautomaten. Wollen wir ihn nennen? ATM, ATM, ATM. ATM, ATM, ATM. ATM, ATM. Wo ist er? Geldautomat, wo bist du? Bin ich jetzt blind? Gate Agent, Kitchen Sink. Hä? Haben die den rausgeschmissen? Scheinbar schon. Oder war der woanders? Ach, da oben ist er. Ah, Blindfisch.
drei Stück nebeneinander. Ich weiß noch nicht. Klick, achso. Okay, da gibt es keine weiteren Informationen zu. Gut, dann lassen wir das. So, der kann nicht ganz. Vier Leute. Zu langsam. Warum? Ich weiß wirklich noch nicht, ob die Bodyscanner hier wirklich schneller sind oder besser sind als die normalen Magnetdinger. Ich würde da gerne mal einen Probelauf machen, die alle mal abbauen und dann die mal durch die normalen Sachen ersetzen. Aber wir sind hier oben wieder im Airline-Interesse gestiegen. Das ist schon mal sehr schön. So, Mülleimer, die können wir auch erstmal hier. Da gehören keine Mülleimer hin. So. Okay, und in dem ganzen Wahn habe ich die Zeit ganz aus dem Auge verloren. Wie ich gerade feststelle. Wir sind nämlich schon ein bisschen drüber über die Zeit. Aber ist, denke ich mal, auch nicht so verkehrt. Ich hoffe auch, diese Folge hat euch wieder gefallen. Wenn dem so ist, dann wie immer die Frage nach einem Daumen nach oben, einen Daumen nach unten oder ein und oder ein Kommentar. Und natürlich das Abo nicht vergessen, damit ihr immer informiert werdet, wenn neue Videos rauskommen. Ja, und wenn das so ist, wenn neues Video rauskommt, dann sehen wir uns bzw. hören und spielen wir uns wieder. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin, alles Gute. Euer Daniel. Tschüss.